Feiertag für Kinder und Eltern gab es in der Stadt Feldbach, genauer gesagt im Ortsteil Niebing. Mit dem Zu- und Umbau des Kindergartens entstand im Ortskern ein neuer Platz der Begegnung. Die Kinder, Kindergartenpädagoginnen und die Eltern freuen sich über das neue Haus und feierten die Eröffnung gemeinsam mit Vertretern von Stadt und Land. Also durch den Umbau sind unsere Räumlichkeiten viel heller, viel freundlicher geworden. Das heißt, das Raumklima ist ein viel sympathischeres. Es wirkt sich natürlich ganz positiv auf die Kinder aus. Die Kinder sind ruhiger, ausgeglichener und dann macht natürlich das Arbeiten viel mehr Spaß und man kann die ganze Arbeit entspannter angehen. Heute mit der Öffnung. Zum neuen Haus gratuliert auch Bürgermeister Josef Ober. Den Segen von oben erbittet Dächern Friedrich Weingartmann. Durch den Umbau sind funktionelle Gruppenräume entstanden, in denen sich die Kinder nach Belieben in den verschiedensten Bereichen beschäftigen können, wie etwa beim Werken oder beim Rollenspiel. Für die Kindergartenpädagoginnen gibt es zurzeit ein Fortbildungsangebot der Stadtgemeinde Feldbach. Es sind doch immerhin 7 Gemeinden zusammengeschlossen worden. Jeder Kindergarten war ein extra Kindergarten. Jetzt sind 7 Kindergärten in der Gemeinde und deswegen gibt es eine gemeinsame Fortbildung aller gruppenführenden Kindergärtnerinnen. Und das soll zu einem gemeinsamen Bildungsverständnis führen. 42 Jahre ist der Kindergarten in Niebing bereits in Betrieb. Mit der Sanierung entstand nun ein offenes Haus, das nicht nur für die Kinder und Pädagoginnen eine neue Ära bedeutet, sondern für den gesamten Ortsteil von großer Bedeutung ist. Für den Ortsteil ist es insofern eine Aufwertung, dass die Kinder in diesem Bereich eigentlich sich aufhalten können, nicht nur im Kindergarten, sondern danach im Sportzentrum, im Bereich der Feuerwehr, im Sportverein. Und daher ist es sehr wichtig, dass im kleinsten Alter hier in Niebing die Kinder Fuß fassen. 58 Kinder in 3 Gruppen haben hier ein echtes Wohlfühlrefugium bekommen, in dem sich alle wie zu Hause fühlen können.